liebe Leute, willkommen zurück und zwar heute gegen den Hamburger Sportverein. Ihr seht es bereits im Textmodus und zwar der 7. momentan, also Platz 7. Wir sind aber mit uns gar nicht mal so weit entfernt von der Punktanzahl. Ich glaube, wir sind relativ ähnlich. Wie gesagt, heute ist ein neuer Tag, eine neue Aufnahme startet und zwar mein Samstagabend-Marathon. Morgen ist ja Europameisterschaftsfinale. Spanien gegen Italien. Ich möchte gar nicht so viel darüber verlieren, habe ich alles schon gesagt bei meinem Statement. Deswegen, ich konzentriere mich jetzt richtig schön auf den FM. Und vielleicht kriegen wir es auf die Kette, heute gegen Hamburg mal ein gutes Spiel zu machen. Deswegen gehen wir mal direkt rein, würde ich sagen, und schauen uns das Ganze an. Ich würde sagen, Jungs, heute wird keinen Zweikampf aus dem Weg gegangen. Ich bin gespannt. Gleich richtig Stimmung. Also, aufgepasst und mitgemacht. Ich hoffe mal, wir können so ein bisschen Trendwende einleiten, so langsam, oder, liebe Leute? Oh ja, das ist schon mal nicht schlecht. Malecki. Patrick Malecki, der hat mir bei der Hinrunde, also im Hinspiel hat mir der so gut gefallen. Der spielt im offensiven Bereich, also der war gar nicht so schlecht. Das war ganz, der war ganz, ganz gefährlich. So, die erste Chance jetzt hier, Freistoß für die Hamburger von David Jarolim. Versucht er mit einem Freistoß von der rechten Seite, er verzieht aber völlig. Oh je, die Hamburger gehen wirklich grob zur Sache. Ich hoffe mal, dass wir keine Verletzten zu beklagen haben. Und dass er auf die Kappe der Hamburger geht. Nächste Möglichkeit für die Hamburger und wieder, ja, Elisevic hier. Flank von der linken Seite und am langen Pfosten ist Gökhan Töre völlig allein. Der türkische Nationalspieler versucht es direkt, scheitert aber kläglich. Töre ist mittlerweile türkischer Nationalspieler, interessant. Okay. Und jetzt wieder die Möglichkeit für die Hamburger. Wir haben noch keine Chance gehabt. Möglichkeit, Elisevic setzt sich im 16er gut gegen Müller durch und legt dann zurück auf den heranstürmenden Gökhan Töre. Okay, alles klar. Frommlowitz hat aber aufgepasst und kann den Ball aufnehmen. Okay, 20 Minuten gespielt. Wir hatten noch keine Chancen. Unsere Offensive ist noch gar nicht im Spiel. Wird deswegen auch schlecht bewertet mit einer 4. Die Defensive mit relativ guten Noten, 2,5 bis 3. Da sieht ganz in Ordnung aus. Klich ist heute drin. Mal wieder so ins kalte Wasser geworfen. Wieder die nächste Möglichkeit für die Hamburger. Wir hatten noch gar nichts am Start, da wir ja auf Konter spielen mit langen Bällen. Ich hoffe mal, wir kriegen also noch so ein bisschen was Gutes auf die Kette hier. Und die nächste Möglichkeit für die Hamburger und... Ja, zu defensiv sollte man sich jetzt auch nicht reinstellen, ne? Das ist so ein Thema, ne? Aber gut, wir haben ja keine Offensivkräfte. Wen willst du denn da in die Verantwortung nehmen? Wem willst du das denn hier die Verantwortung übertragen? Adam Maher hat eine 5. Dann würde ich sagen, laufen wir mit zwei Stürmern auf jetzt in der zweiten Halbzeit. Jetzt liegen wir sowieso hinten, ne? Am 24. Spieltag. 10 haben wir noch. Ich hoffe mal, dass wir noch so ein bisschen was auf die Kette kriegen. Halbzeit. Ja, also wir haben uns hier mehr oder weniger chancenlos in die Halbzeit geflüchtet. Also das funktioniert natürlich nicht. Ich gucke mal gerade nochmal nach. Der gute Jejil ist Rechtsfuß. Dann würde ich den mal hier so hinstellen und Adam Maher nehme ich raus für Maija. Liebe Leute, ja, es sind so ein paar Baustellen, die wir ja zuletzt besprochen haben, die ich auf jeden Fall noch abändern möchte. Ich habe einen Haufen Sachen mir aufgeschrieben von euch, die ich mir anschauen soll. Mal wieder Leute, die ich aus den Kommentaren herausgesucht habe. Machen wir aber alles gleich nach dem Spiel. Erstmal jetzt auf die Sache hier konzentrieren. Ich bin so ein bisschen unschlüssig. Ich würde mal sagen, wir gehen mal über rechts und Mitte, versuchen das mal so irgendwie aufzuziehen, weil Stalins ist ja, man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen. Wenn du eine 64 hast, ne, ich glaube, dann bist du noch nicht wirklich reif für die erste Bundesliga. Und auch unsere Defensive komplett unter 70 wieder gerutscht. Ich weiß nicht, was da los ist. Ne? Also es ist sehr, sehr ärgerlich. Scheppers nur mit einer 61 aktuell. Ich muss mal gerade schauen, der hat aber doch der hat eine Grundstärke von 70, der gute Junge. Ne? Also irgendwie müssen wir hier nicht, so langsam müssen wir irgendwas auf die Kette kriegen, weil es wäre einfach schade, wenn man so viele Punkte jetzt verspielen würde letztlich, ne? Also ist klar, wir nehmen Hofmann rein für Stalins, ist mir dann ein bisschen sicherer noch. Und schauen wir mal, dass wir ihn als Spielmacher reinnehmen. Ich gehe jetzt ein bisschen mehr wieder zurück auf die erfahrenen Leute und hoffe mal, dass wir hier irgendwie noch was über die Runde gerettet kriegen. Vielleicht einen Punkt mitnehmen aus Hamburg, das wäre auf jeden Fall Gold wert. Vielleicht. Wir schauen mal. Also wie gesagt, wir müssen uns ein bisschen umdisponieren und müssen mal wieder ein bisschen zurück auf diese alten Tugenden. Die Hinrunde lief einfach so extrem gut, dass man das so ein bisschen vergessen hat. Ne? Da ist man so ein bisschen auf der Euphoriewelle geschwommen. Alles klar, Steffen Hofmann kommt rein, unser Kapitän. Und natürlich kommt Maija rein für Adama her.
Alles klar, müssen noch beide jetzt eingewechselt sein, wenn ich alles täuscht. Da ist er auch schon. Ja, haben sie gerade nur geändert. Hier sagen sie, dass Stalins rausgeht für immer her, beziehungsweise Stalins rausgeht für immer Ija. Und die nächste Chance. Wir hatten noch gar keine Chance, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich gehe mal hier rein in die Statistik. Liebe Leute, null Chancen. Also so kannst du natürlich nicht in der Bundesliga bestehen. Also jetzt muss irgendwas passieren. Jungs, jetzt müsst ihr euch irgendwas einfallen lassen. Jetzt auch noch Gulde mit einer gelben Karte. Oh, wow, wow. Taktisches Foul. 49 Minuten sind bereits gespielt. Kriegen wir nochmal die Möglichkeit, hier irgendwie zu Potte zu kommen. 60 Minuten sind gespielt. Also irgendwie, es geht ja gar nichts zu Rande. Es geht ja gar nichts zu Rande. Ich gucke jetzt mal Taktik. Ich nehme das Konterspiel raus. Pressing überall. Und jetzt gehen wir nochmal über die Flüge, wenn Stilic da dort läuft. Wundert euch nicht, wenn ihr hinten dran so ein bisschen Gerummel hört. Aber tierisches Sommerunwetter bei mir gerade. Aber ich denke mal, das hört ihr gar nicht. Von daher, ist egal. Ist wurscht. So, alles klar. Wenn solange der Strom nicht ausfällt, geht's hier weiter. Ich würde sagen, Pressing überall. Jetzt habe ich eingestellt. Abwehrreihe normal und Passspiel ebenfalls variabel. Und jetzt würde ich sagen, alles oder nichts, ne? Gucken wir mal. Gucken wir mal. Können wir noch irgendjemanden einwechseln, dem wir noch so ein bisschen Vertrauen schenken können? Eigentlich nicht. Terrazino hat auch zuletzt nicht wirklich die Mega-Leistung gebracht, ne? So. Bertram bitte noch eingewechselt. Für Malecki und da kommt die nächste Chance für die Hamburger. Oh, eine scharfe Hereingabe von Gökanteure. Von der rechten Seite wird von Fromlovic mit einer halbsbrecherischen Aktion gerade noch abgefangen. Nur um Zentimeter kommt er da Sören Bertram zuvor. Ah, der bereits einschussbereit stand. Eieiei, Jungs, kommt eine Chance. Wenn wir doch mal auf die Kette kriegen hier, oder? Noch 10 Minuten. Chancenlos in Hamburg. Also das darf mir keiner erzählen. Also sowas werden wir, glaube ich, auch... das wäre auch, glaube ich, absolute Premiere, oder? Dass wir noch nie eine einzige Chance hatten in einem Spiel. Und die nächste Möglichkeit für die Hamburger. Eieieiei, ich will mir jetzt nicht diese Laune versauern lassen hier, sag ich ganz ehrlich, aber das ist natürlich super bitter. Das ist hier jetzt so richtig hardcore, was die Jungs hier abliefern. Chancenlos, also nicht mal einen einzigen Schuss. Jetzt ist noch einer verletzt, bestimmt noch einer von uns, hat ihn noch ja, umgesäbelt. Ihr seht es hier rechts bei den Torchancen, wenn ihr mir die Maus verfolgen könnt, 0-0-0. Ja. Keine einzige Chance, keinen Schuss aufs Tor. Also, das darfst du keinem erzählen. Ein 2-0, das mit bemerkenswerter Effizienz herausgespielt wurde. Vor der Pause ein Tor, nach der Pause ein Tor, hinten nicht viel zugelassen. So einfach ist das. Also jetzt muss ich mir echt was überlegen. Jetzt müssen wir echt ein bisschen umdisponieren, weil das ist jetzt schon sehr, sehr bitter. Wir gucken uns mal den Nachbericht an. Bis gleich, liebe Leute.